Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute gibt es eine kleine Zusammenfassung der News der letzten Woche, denn da sind einige interessante Dinge rausgekommen, unter anderem zur Season 2 Map, dem kommenden Spezialisten und einem neuen Easter Egg. Also lasst uns direkt mal einsteigen mit dem ersten Punkt. Erstens hat DICE jetzt nochmal offiziell bestätigt, dass die Season 1 am 30. August enden soll und dass man bis dahin als kleinen Bonus doppelte Menge an XP für die erste Runde bekommt. Heißt, man bekommt einmal pro Tag 10.000 XP zusätzlich. Zweitens haben ein DICE-Entwickler und ein Community-Manager bei Reddit und im Forum mitgeteilt, dass das Stealth-Heli nochmals genervt werden soll. Dabei soll die 30mm Kanone nochmal verschlechtert werden und zusätzlich soll der Heli auch noch weniger aushalten und das Reparatursystem soll von der Geschwindigkeit auf das Level der anderen Helis gebracht werden. Das war bis jetzt so, dass sie sich deutlich schneller reparieren konnten als die anderen. Fand ich eigentlich auch ein bisschen interessant. Also ich fände es eigentlich besser, wenn man einfach die Waffen stärker nerven würde, damit der Heli noch so ein bisschen einzigartig ist. Aber müssen wir mal schauen, wie sich das dann spielen wird. Die Änderungen sollen mit dem nächsten Update ins Spiel kommen. Drittens hat der Dataminer Temporal in den 2042 Dateien Hinweise auf die neue Map gefunden, die mit Season 2 kommen soll. Die Map trägt zumindest intern den Titel Stranded und soll einen Kampf über den Gatunsee darstellen. Der Gatunsee ist ein See in Panama, wo es einige Orte gibt, die man auf der Map sehen könnte, wie zum Beispiel diesen Damm oder generell den Kanal mit Schiffen. Ich bin da auch mal ein bisschen in Google Maps einfach ein bisschen drüber gegangen über das Gebiet und es sieht jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt gerade so die Map-Art, die man gerne sehen wollte. Also mit urbanen Gebieten, mit einer Stadt, mit Infanterie-Fokus und so. Aber mal schauen, könnte vielleicht auch ganz gut werden. Viertens haben einige Spieler auf verschiedenen Karten diese Kisten gefunden. Darauf sieht man dieses rote Zeichen und wenn man mit den Kisten interagiert, bekommt man eine Player-Card. Wenn ihr das Easter Egg machen wollt, geht es relativ leicht. Ihr geht am besten in den Portal-Server-Browser, sucht nach einem Server, der Easter Egg im Namen hat und joint da drauf. Dann schaut ihr einfach, wo sich eine größere Gruppe an Spielern befindet und geht dahin und da müsst ihr sich dann eine Kiste finden lassen. Bis jetzt wurden diese Kisten schon auf einigen Maps gefunden, unter anderem auf Kaleidoscope und Hourglass. Es ist aktuell aber noch nicht sicher, wo die überall sind. Die Easter Community ist da gerade so ein bisschen am Testen und hat auch schon Karten erstellt, wo die überall spawnen können. Also es könnte auch sein, dass das noch ein bisschen größeres Easter Egg ist, wo auch noch mehr Inhalte drin sind. Muss man aber mal schauen. Wenn man sich jetzt diese Player Card im Menü anschaut, sieht man auch einen kleinen Text dazu, in dem es um irgendwelche Story-Angelegenheiten geht. Da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, habe ich jetzt nicht viel Ahnung davon, muss ich sagen. Was man dabei aber rauslesen kann, ist, dass das hier vermutlich ein Teaser für den neuen Spezialisten ist, damit Season 2 rauskommen soll. Temporal hat ja vor einigen Monaten schon Hinweise auf einen Spezialisten namens Hale gefunden. Damals fand er ebenfalls Textschnipsel, die darauf hinwiesen, dass er irgendwie zum MI6, also dem britischen Geheimdienst, gehören soll. Und wenn man sich jetzt mal den Text ansieht, sieht man hier oben, steht auch MI6. Könnte es auch ein Zufall sein oder auch nicht. Also ich denke, es ist relativ wahrscheinlich, dass dann dieser Spezialist mit Season 2 reinkommen soll. Hale soll als Gadget vermutlich eine Art ferngesteuertes Auto haben, was man auch auf diesen Concept-Art-Bildern sieht. Das könnte entweder so funktionieren wie ein Waymo 6 zum Beispiel, also einfach so ein kleines Aufklärungsgerät oder vielleicht auch eher in Richtung eines EOD-Bots oder sowas. Oder worst case könnte das Teil auch einfach explosiv sein und dann kann man das praktisch so auf Distanz zünden. Könnte ein bisschen nervig sein, vor allem gegen Tanks und so. Aber ich hoffe mal, das wär's dann einfach. Fünftens hat DICE bekannt gegeben, dass am Montag, den 22. August um 17 Uhr, ein Video geben soll, bei dem die Entwickler zeigen, was in nächster Zeit ins Spiel kommen soll. Über was sie da reden, wissen wir noch nicht. Eine Sache, die man aber sehen kann, ist, dass in den Videotext die Spezialisten erwähnt werden. Es könnte also sein, dass sie jetzt endlich mal zu dem Thema was sagen. Ich werde dazu auf jeden Fall direkt am Montag ein Video machen, wo ich das Ganze dann ein bisschen zusammenfasse und natürlich meine Meinung und so sage. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Und wir gehen schon mal zum nächsten Punkt. Sechstens hat Temporal zu den Kisten aus dem Easter Egg auch noch einige neue Informationen gefunden, die darauf hinweisen könnten, dass das Battle Pickup System aus Battlefield 4 wieder kommen könnte. Wer das nicht kennt, das war eine Mechanik in Battlefield 4 und Hardline, bei der auf den Maps basiert spezielle Waffen, wie es zum Beispiel einen Granatwerfer oder eine Kaliber 50 Sniper rumlagen, die man dann aufheben und benutzen konnte, bis man gestorben ist. Laut Temporal sind die Kisten in den Dateien für genau das ausgelegt und es gab vor kurzem auch neue Referenzen zu Waffen, die da drin sein könnten, wie der M32 A1 Granatwerfer, die M13 4 A2 Minigun und die Barrett XM109 Sniper. Siebtens hat DICE mal wieder eine Umfrage rausgeschickt, bei der man seine Meinung zu Battlefield 2042 abgeben soll. Da waren dieses Mal leider keine Fragen drin, aus denen man irgendwelche neuen Informationen rausziehen könnte. Stattdessen gab es einen großen Teil, wo man seine Meinung zum neuen Spezialisten aussehen geben musste, und zwar einzeln für jeden Spezialisten.
ich finde es eigentlich echt krass, wie hart sie sich auf diese kosmetischen Sachen verkrampfen, wenn es eigentlich kaum jemanden interessiert und es generell auch wenig bringt so, im Vergleich zu anderen Sachen, die man mal dringender machen sollte. Aber naja. Ansonsten wurde halt generell gefragt, was man so von den meisten Features im Spiel und von den einzelnen Maps hält. Das war's dann aber auch schon mal von mir, haut gerne eure Meinung zu den Neuigkeiten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ihr keinen weiteren Battlefield-Videos passen wollt, lasst gerne ein Sub da und ich hoffe, ihr würdet im nächsten Video. Bis dann, haut rein!